What's up, moin Leute, Vanuri am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute in Replay 2 unterwegs von diesem Tag, weil der gestrige Livestream nicht ganz Platz für alle Replays gehabt hatte. Deswegen gibt es heute 3 Replays statt dem üblichen einen Replay. Und das hier ist Replay Nummer 2, wie gesagt. Oben in der Infokarte findet ihr natürlich Replay 1 und 3 ebenfalls, falls ihr keinen Bock habt, euch das Replay hier anzugucken oder danach entsprechend. Wir sind unterwegs mit Skrillex, Skrillex Kaito aus dem Mods-Clan zusammen mit Jürgen aus dem Mods-Clan, unserem, wie ich schon sagen, Oher und Merb, ihrem eigenen Clan, den sie aufgemacht haben. Wir sehen hier ein kleines Arty-Replay. Arty-Replays sind immer ganz nett zum Entspannen, sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, wunderbar, sogar ein Treffer auf den T-34-2GFT. Ein weiterer Fit-Panzer, wie wir gestern festgestellt haben, die durchaus in der Lage sind, böse Schaden zu machen und relativ fies sein können. Schauen wir uns aber erstmal an, was denn hier mit der Lorraine entsprechend gemacht werden kann. Und er merkt hier schon, geht hier mit der Maus zurück und er sieht, ah ja, über den Hügel hier kann ich nicht wirklich drüber schießen. Wir gucken mal, ob wir irgendein anderes Ziel finden. Da hinten ist ein weiterer Fit-Panzer. Und das wäre natürlich schön, wenn er da entsprechend sitzen bleibt. Schöner Treffer, 300 Schaden ungefähr. Wir gucken uns das Ganze mal an mit der Standardmunition hier. Entsprechend 700 Schaden im Durchschnitt, 40 mm Durchschlagskraft. Sollte eigentlich durch den Deckel durchkommen von dem Ding. Hat es aber nicht geschafft, deswegen nur ein bisschen Splash-Schaden. Mit der anderen HE-Munition hier hat er ebenfalls nur 40 mm Durchschlagskraft. Gibt aber, glaube ich, einen Unterschied. Das hier ist eine Sprenggranate OE und das hier ist eine Sprenggranate HE. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Unterschied ist, könnte ich euch das erzählen. Weiß ich aber nicht. Einfach mal googeln oder vielleicht ist jemand freundlich genug, es unten in die Kommentare reinzuschreiben. Vielleicht habe ich auch Zeit und Geduld, selber mal reinzugoogeln. Das ist der T28 Prot. Wäre vielleicht eine ganz gute Sache, da entsprechend drauf zu treffen. Der ist mittlerweile nicht mehr offen. War früher mal offen oben vom Deckelchen her. Und das sollte eigentlich ein ganz guter Treffer werden. Jawohl, 2 Leute gleichzeitig beschädigt, den Prot einmal in die Seite getroffen, wunderbar, gut viel Schaden gemacht und gleichzeitig dem Fit-Panzer, den er vorhin noch getroffen hat, auch noch gut eine gedrückt. Ist 2, ist ungeschoren davon gekommen. Armes Tuff-Tuff. Aber der kriegt bestimmt auch noch sein Fett weg. Naja, erstmal gucken wir, die Gegner sind so nett und bleiben hier einfach sitzen, wie es aussieht, beziehungsweise der Prot hat keine große Lust, da stehen zu bleiben und ja, da ist der Stun. Sollte dem Tiger 2 die Möglichkeit geben, zumindest ein bisschen was Schaden zu machen. Er hat da leider gut was abgekriegt. Sollte aber kein Thema sein, hier entsprechend noch irgendwie einen Schuss drauf zu kriegen. KV-5, fettgepanzertes Teil. Darf man nicht unterschätzen. Und ist dadurch eigentlich auch so eine Art Prioritätenziel vielleicht für die Artillerie. Denn die Artis... Sorry. Die Artis sind ja eigentlich dafür da, oder das Primärziel der Artillerien ist es, schwer gepanzerte Gegner mit den HI-Kugeln entsprechend einfach oder über einen gewissen Zeitraum einfach rauszumobben. Geht natürlich auch, dass man auf leicht gepanzerte Ziele entsprechend trifft und dort massiv mehr Schaden macht. Das Hauptziel, in meinen Augen zumindest, von Artillerie sollte sein. Der Schweiger hat, dass er den Tiger nicht auch noch beschädigt hat, sondern nur gestunt hat. Glück, würde ich mal sagen. Zumindest ein bisschen Glück. Jetzt muss man gucken, wo er noch hier Schaden kriegt. Wo war ich gerade? Genau, Heavy Tanks sind eigentlich Prioritätsziel für Artillerien. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es relativ einfach ist für Artillerien mit HE, die gegnerischen schweren Panzer da runterzukriegen. Und er muss hier gucken, dass er eventuell auf den Centurion einen draufsetzt. Nicht ganz, aber die Screws gestunt und ja, das war's für den. Wunderbare Sache. Alles kein Thema da für ihn. Das ist eine AFK-Ruhe. Ein bisschen schade, dass die AFK ist, sollte aber kein Thema sein. Er zielt da sogar, wie es aussieht, für das Maschinendeck. Und er sollte hier eigentlich einen guten Treffer reinsetzen können. Auf dieses stationäre Ziel. Oder auch nicht. Interessanterweise sagt RNG nein dazu. Das eigene Team drückt mittlerweile durch. Da drüben die IS-2 ist mittlerweile ja, so ziemlich Geschichte. Die Nachladezeit ist fast komplett durch. Die restlichen Panzer sind nicht offen und die Ruhe ist auch fast komplett raus.
Sollte jetzt gleich also auch weg sein. Es sei denn, er kann da vielleicht noch einen Schuss draufsetzen. Na, nicht ganz. Da kam die Granate eine Sekunde zu spät. Gegnerische Artillerie ist natürlich schon draußen. Und jetzt heißt es hier entweder den Fit-Panzer da wegmachen, den einen, oder den Striezelwagen. Wir werden sehen, ob er noch ein bisschen was Schaden bekommt. Und das gibt quasi hier auch so ziemlich zurück. Das könnte schwierig werden. Oh, deine Sonne. Also da so drauf zu schießen ist echt schon saugefährlich, wenn der T-54 Lightweight da so rumtingelt. Das hätte ganz, ganz böse enden können. Er hätte nur auf die andere Seite rüberfahren müssen, um da entsprechend hochzukommen, um da, ja, seinen Teamkameraden eventuell rauszunehmen. Man muss echt aufpassen mit Artis. Also habe ich auch selber schon festgestellt, da ist es ganz, ganz einfach, seinem eigenen Team einen mitzugeben, auch wenn man das gar nicht will. Lightwing-Fahrer sind manchmal auch ein bisschen unvorsichtig, was das angeht, aber man kann ja auch über bestimmte Tasten zum Beispiel ansagen, in dieses Areal werde ich als nächstes schießen oder auf den Gegner gehe ich jetzt drauf und sowas. Kann man ja alles über Tastenkürzel entsprechend machen. So, schauen wir uns passend hierzu mal die Endstats an. Am Ende gab es nur, in Anführungsstrichen, das Panzerass. Das ist für eine Art schon mal eine ganz gute Leistung. Wir sehen es hier, Jürgen hat im IKV 90B nochmal 1700, fast 1800 Schaden gemacht mit 2 Kills, 1112 Erfahrungspunkte hier. Aber von den Erfahrungspunkten ist unser lieber Kaito Skrillex doch nochmal ein kleines Stückchen besser. 11 Erfahrungspunkte mehr. Aus irgendeinem Grund, ich würde mal sagen, weil er den Spähpanzer noch ein bisschen was beschossen hat und auch höherstufige Ziele getroffen hat entsprechend. Aber das ist offen für zum Debattieren. 27.000 Silber plus tägliches Doppel mit einem Bonus für Platoon, der irgendwie ein bisschen gering ausfällt, aber okay. Gibt dann ganze 2.302 Erfahrungspunkte für unsere kleine Arti hier. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Nicht vergessen, über die Infokarte gibt es die anderen beiden Replays, die ich heute zeige, entsprechend zu sehen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal draufklicken. Oben rechts müsste da sein. Also ganz da hinten, rechts oben, das i-Icon. Na, wisst ihr Bescheid. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim Selberzocken. Mein Name ist Mann, hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.